Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zur täglichen Ladung Roblox Mad City. Herzlich willkommen, Thomas. Hallihallöchen. Hallihallöchen. Roblox ja. Mad City und Apache läuft hier rum. Lol. Habe ich auch schon gesehen hier oben. Der Name Apache 207000 läuft, würde ich mal sagen, ne? Ja, Leute, was machen wir heute? Wir haben gestern noch gesagt, okay, wir machen jetzt ein Video über den Monster Truck und genau das wollen wir heute tun. Wir werden den Wagen mal ein bisschen tunen, uns ein bisschen mal genauer unter die Lupe nehmen und ja, ganz kurze Info auch nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Morgen um 18 Uhr, also am Sonntag, den 17.11. wird es einen Mad City Livestream geben um 18 Uhr. Seid bereit, wir werden wieder zusammen mit euch ein bisschen spielen. Vielleicht ist Thomas auch am Start, das steht noch nicht ganz fest. Schauen wir mal. Und ja, Leute, also einschalten würde uns mega freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens morgen im Stream. Und jetzt geht's aber erstmal weiter hier mit der schönen Tuning-Angelegenheit. Denn wie schon eben erwähnt, haben wir uns den Monster Truck hier herausgesucht. Den bekommt man nämlich auf Level 60. Und ja, den wollten wir heute mal ein bisschen tunen. Ich bin noch gar nicht damit rumgefahren, muss ich dazu sagen. Der ist einfach noch nackig in weiß. Und sollen wir erstmal mal kurz noch den Pyramidenüberfall machen, Thomas? Was sagst können du dazu? Können wir machen. So, okay, also Leute, wir sind an der Pyramide angekommen. Also ich zumindest, Thomas, bist du auch schon da? Nee, noch nicht ganz. Ich bin gerade über dem Wasser. Oh yeah. Also auf Level 100 bekommt man auch dieses coole UFO. Deswegen, was Ziel des Streams sein wird am Sonntag, ist auf jeden Fall ein bisschen leveln. Wenn ihr noch Ideen habt, was wir vielleicht im Stream machen sollen, Autos bewerten war auch noch so eine Sache. Habt ihr euch ja auch gewünscht. Aber das würde ich eigentlich gerne mit Thomas gemeinsam machen. Deshalb, je nachdem, ob der am Start ist, gucken wir mal. Ansonsten leveln war ein bisschen, denke ich mal, auf jeden Fall am Sonntag. Denn, wie schon eben erwähnt, Level 100, man kriegt das coole UFO. Und das UFO will ich eigentlich auch sehr, sehr gerne haben. Also, ja, schon interessant, ey, das ist so. Diese das Kugeln. Schon, ja, sorry. Sorry, so. ich musste dir ins Wort reden. Wo bist du gerade in der Pyramide? Ja, relativ weit hinten. Diese Kugeln sind so unglaublich frech. Ich war so weit entfernt von diesen Kugeln und habe einfach voll viel Leben verloren. Das ist unfassbar. Nein. Doch, also mindestens die Hälfte. Ne? So, jetzt bin ich ein bisschen braun, fast so dunkel wie du. Aber meine Hand ist noch nett. Meine Hand ist ganz normal geblieben. Es sieht aus, als ob die Hand nicht normal ist. So, der Trotz Rest ist Sonnenbrille, normal, aber ne? Deine Hand nicht, ja. Trotz Sonnenbrille, frech. Also Leute, wir wollen wie gesagt das UFO noch haben. Wenn ihr aber sonst irgendwelche Vorschläge habt, was wir noch im Stream machen können, ab damit in die Kommentare mit euren Vorschlägen, würde uns auch mega freuen. Und ich würde sagen, 15.000 haben wir jetzt in der Tasche. Ich muss nur aufpassen, dass wir jetzt hier nicht von dieser Kugel erwischt werden, denn die ist irgendwie auf Krawall aus. Die will einen immer treffen. Pass auf, Police! Ja, ja. Also, mehr oder schlechter erschrecken kannst du mich echt nicht. Warum kommen diese Kugeln in so einem schnellen Abstand? Ich verstehe es nicht. Das war echt richtig heftig schlecht. Ja, pass auf, Police. Besonders, ich gucke so auf Tab und da sieht man einfach, dass gerade mal ein Polizist vorne ist, ne? Ja, ich wollte dich vielleicht ein bisschen erschrecken, aber warum habe ich dich eigentlich überholt, hör mal? Ja, weil ich mich da versteckt habe, weil ich dachte, am Ende erwischen mich noch die Kugeln. Huiuiui, das war knapp. Ah ja, ja, der Thomas, der rusht hier durch. Ja, wie kein Zweiter. Ah, hör Gott. Mal. Nein! Ey, Thomas, wie schlecht bist du? Boah, das war ja mal richtig fail. Und du bist auch gestorben. Ja, natürlich, weil du mich mitgezogen Nein, hast. Das ist ja mal richtig geil. Das ist überhaupt nicht geil. Ich finde das lustig. War das die Rache? Das war die Rache. Deswegen bin ich so durchgerusht. Falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich weiß nicht mehr, was hab ich gemacht bei dir, Thomas? Ich habe irgendwas gemacht, was nicht so gut war. Ich weiß nicht mehr, was das... Es gab schon viele Situationen, die mich aufgeregt haben, aber das war auf jeden Fall eine, wo du mir irgendwas... Ja, keine Ahnung, irgendwas hast du nicht Nettes gemacht. Ich habe irgendwas gemacht, ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ja, auf jeden Fall ist das im letzten Video zu finden, ne? Ich meine schon, wenn ihr wisst, was ich an Thomas getan habe, dann schreibt es mal in die Kommentare, weil ich weiß es gerade wirklich nicht. Aber er meinte auf jeden Fall, er will sich rächen dafür. Genau, und das habe ich jetzt... Ja, ja, genau. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, aber du weißt, du willst dich rächen, ne, Thomas? Ja, das wusste ich ja, nicht. Ja, ist klar, ist klar. Ey, jetzt ist klar, glaubst du? Ja, okay, dann kriegst du halt noch eine Rache. Ja, ist... Leute, ich dachte mir, ohne Witz, ich habe gerade so gedacht, ey, wenn der Thomas jetzt eigentlich mies wäre, dann würde er einfach da reinspringen, um mich zu töten. Aber dann macht er das... Also, es war eh nicht mit Absicht. Das hast du nur getan, weil du es nicht anders geschafft hast. Hey, nein. Also, ja, ich bin da noch nie gestorben. Es ist immer nur an den Kugeln oder an den anderen Kugeln. Leute, ihr müsst mal kurz aussteigen hier, sonst buggt das hier. Und überleg mal, wie heftig ich durchgerusht bin. Ich war ein richtiger Profi. Ah.
Einfach nicht mehr zuhören, ne? Merke ich mir. Thomas, du bist durchgerusht und bist gestorben. Nein! Doch. Das war die. Ja, okay, dann kriegst du noch eine Rache. Ja. So, wo bist du denn? Willst du dich nochmal in die Pyramide? Ich bin jetzt hier in der Werkstatt und ich tune jetzt das Auto. Die Pyramide ist doch viel schöner, man muss sie auch mal nehmen. Ja. Ich tune jetzt das Auto hier. So, schauen wir mal ganz kurz nach. Wie machen wir denn jetzt das Auto? Irgendwie, boah, das sieht cool aus mit Asimov, ne? Alter Schwede, das sieht wirklich cool aus. Tunst du gerade den Truck? Ja, genau, Leute, ich glaube, das lassen wir so. Das sieht so richtig Monster-Truck-mäßig aus. Das wäre cool, wenn man den Rahmen auch farbig machen könnte, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich denke mal, das funktioniert nicht. Scheibentechnisch dachte ich irgendwie vielleicht an so ein Rot. Das sieht so massiv brutal aus. Das gefällt mir eigentlich auch relativ gut. Guck mal, er schreibt, ich bin die tägliche Ladung. Ja, moin. Und der ist einfach auf dieser Lagefläche, weißt du, vom Monster-Truck. Man kennt sie, die tägliche Ladung. Okay, er drückt mich jetzt irgendwie gegen die Wand, warum auch immer. Oder, naja, ist auch egal. Wir lassen uns einfach mal in Rot. Die Felgen, was machen wir für Felgen? Irgendwelche krassen, boah, ja, Mann, das sieht cool aus, diese Ninja-Felgen. So, machen wir das mal. Was für einen Spoiler kann man denn hier drauf packen? Alter, so rote Felgen oder so wären aber auch, glaube ich, echt brutal bei dem Auto. Oh ja, Leute, rote Felgen kann man machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, ich bin gespannt. Spoiler. Was? Der Spoiler sieht irgendwie ein bisschen fehl am Platz aus, finde ich jetzt persönlich. Kann man vielleicht irgendwas Dezentes machen? Die Lippe sieht aber ganz gut aus hier. Diese kleine Mini-Lippe hier. Ramp-Lippen. Packen wir mal ganz kurz drauf. Spoiler-Color müssen wir aber in einer anderen Farbe machen. Wir machen es entweder in schwarz oder auch vielleicht so ein Rot oder sowas. Rot, oder vielleicht weiß. Gibt es irgendwas in Richtung weiß hier? Ich weiß es nicht. ich bin am Schauen, aber ich sehe aktuell nichts. Oder halt dann wirklich schwarz, ne? Jet Black. Jet Black würde auch passen, von der Seite aus zumindest. Ich mache einfach mal. Oder gibt es nicht vielleicht doch einen anderen Spoiler? Aber irgendwie, die passen nicht. Der schwebt hier einfach herum in der Luft. Der ist wenigstens befestigt. Oder passt das? Leute, sollen wir den nehmen? Oder sowas hier, sowas Kleines, Dezentes? Sieht auch nicht schlecht aus. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Ich finde, der sieht auch nicht schlecht aus, dieser Oval-Spoiler. Der sieht aus, als wäre der Serie. Das machen wir mal, Leute, machen wir mal. Underglow. Boah, jetzt ist die Frage, wo wird die überhaupt befestigt? Hier. Ja, moin, das sieht ja mal mega komisch aus. Okay, wir machen aber hier auch Orange, würde ich sagen. So ein Orange, das passt wirklich richtig gut. Oder halt rot, ne? Rot würde auch passen. Ist ja eh alles rot. Aber das gibt so einen kleinen Akzent. Ich glaube, das machen wir mal so. Die Frage ist, wie sieht der Wagen aus, wenn man den tiefer legt, wenn er ja schon sowieso so hoch ist, ne? Vielleicht was machen wir ist eigentlich mit dem Fahrwerk? Kannst du das so hoch und runter fahren? Nee, ich glaube nicht. Ich meine nicht. Das wäre heftig, ne? Suspension machen wir mal immer noch. Alter, low. Low ist er aber echt nicht low. Ich hau den einfach nochmal ein bisschen höher. Auf Monster mache ich den jetzt wirklich, dass er nochmal einen Ticken höher ist. Motor mal supercharged und dann haben wir den Wagen jetzt hier. Guck mal, er schreibt auch alle liken. Alter, der sieht einfach aus wie eine Ballerina, mein Monster Truck, jetzt wo der auf Monster ist. Wie eine Ballerina. Ja, wirklich, schau den Wagen mal an. Ich glaube, man kommt zum Teil gar nicht durch irgendwelche Sachen. Alter. Hey, warte mal, wie kann ein Monster Truck auf Ballerina sein, frage ich mich gerade. Ja, der sieht aus wie so eine Ballerina, die sich, hast du mich gesehen? Ich bin vorbeigefahren. Echt? Ja, warte. Kommst du zurück? Ja, ich komm mal zurück. Hier siehst du mich? Ich nehme eben noch das Geld mit, warte, bevor mir das jemand klaut. Hallo. Ach du Scheiße. Ja, ist schon eine ganz gute Höhe, ne? Also ein Laptop hätte ich hier noch frei. Ja, aber bis ich oben bin, ist der eh weg. Warte, ich guck mir das Ding jetzt nochmal an. Das Lustige ist, wir können hier noch... Wo bist du denn? Hier. Guck mal, ich kann einfach über die Autos fahren, oder? Müsste ja, das ist mein Auto. Alter, das ist ja richtig hoch. Guck mal, ich kann einfach über dich fahren. Gar kein Problem. Oh mein Gott. Kannst du auch seitlich über mich fahren? Ja, ich denke mal... Hä? Nice Lambo. Alter, ich kann einfach über alles fahren. Warte mal. Fahr mal. Komm mal hier hin. Ja. Kannst du auch so über mich fahren? So seitlich? Wie seitlich? So? Ja, ich denke schon. Warte, schauen wir mal. Ganz kurz und. Nee, echt nicht? Ich wusste das. Warum das denn? Machen wir nochmal? Doch, jetzt. Ah, doch, das geht. Aber man muss halt richtig anfahren, ne? Und von hinten? Von hinten, warte. Ja, von hinten denke ich auch. Ja, gar kein Problem. Mach nochmal, das war nicht richtig. Warte, bleib stehen. Lol, was war denn das? Bleib mal stehen, bleib stehen. Ja, ich habe keinen Speed drauf gerade. Ja, dann hol dir Speed. Ja, der Wagen wiegt 8 Tonnen, da brauchst du ein bisschen Schwung, ne? Bleib stehen, so, jetzt bleib stehen.
und es geht nicht, was? Ja, wegen Spoiler habe ich mir irgendwie so, weiß nicht. Wenn ich so seitlich drauf fahre, kommt auch nicht? Hä? Warum? Also eigentlich müsste ich dich förmlich überrollen, ne? Eigentlich schon. Vielleicht, wenn ich mir ein bisschen Nitro von der Tanke hole, dann warte mal ganz kurz. Ich hole mir noch ein bisschen Nitro von der Tanke und dann schaue ich nochmal. Leute, es kann mir doch keiner erzählen, dass ich diesen von einem Baum hier weggeschleudert werde. Wie lächerlich ist das denn? Ah, der ist ultra langsam, der Wagen. Habe ich wirklich den krassesten Motor reingehauen? Engine ist drin. Keine Ahnung, woran das liegt, okay. Ja, weil das Ding einfach, ja. Ach, Ziegelsteine wiegt. Ja, okay, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Da drin ist ja, das dann sowieso. Okay, dann bleib mal stehen, ganz kurz. Ja, bleib doch stehen. Ich soll stehen bleiben. Ja, du sollst stehen bleiben, ganz genau. Du verfolgst mich doch gar nicht. Ach, das ist ein anderer, okay. Wo bist du denn gerade? Ich bin vor der Bank. Okay, dann warte. Ich drehe mal ganz kurz hier. Und ich bleib stehen. So, warte. Und jetzt? Immer noch nicht. Ja, wieder auf einmal stehen geblieben. Klappt nicht. Aber über den Typen komme ich über die Motorhaube. Läuft. Okay. Vielleicht hängt das auch vom Auto ab. Das kann auch sein, ne? Ja, moin. Alter, einfach an der Wand gefahren. LOL. Was passiert mit mir? Guck mal, siehst du mich? Ich glitsche im Boden. Hä? Was machst du denn da? Warte, ich ramm dich mal. Er ist im Boden. LOL. Guck mal, ich kann dich nicht mal ramm. Hä? Hey, warte mal. Jetzt, ein bisschen ist er rausgekommen, oder? Ein bisschen schon, ja. Kann ich glaube, ich muss ihn anzünden. Nee, alles gut. Passt schon. Ja gut, ich würde sagen, Leute, mit diesem coolen Ausblick verabschieden wir uns. Sieht auf jeden Fall nice aus, der Wagen. Jetzt mal hier rüber. Als ob das geht, warte. Von vorne bestimmt, oder? Von vorne kann ich mir auch gut vorstellen. Und? Nee. Ich glaub auch nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Warte, bleib stehen. Guck mal, wie tief der ist, das ist echt unglaublich. Jetzt komm. Gib, es geht nicht. Oder vielleicht, wenn ich den Reifen hier irgendwie so drauf packe? Nee, es geht nicht. Okay. Naja, gut, Leute, ich würde sagen, genug rumgespaßt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne hier ein Like da. Ey, doch, abonnieren nicht vergessen. Dann habt ihr auch mal so einen coolen Monster Truck. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und ciao.